weiter geht's. Und zwar, moin, moin. Was? Seid gegrüßt, liebe Leute, live auf YouTube. Danke fürs Reinschalten zu einer neuen Runde. Zombie-Prügeling. Erledigt. War jetzt nicht ganz so kompliziert. So. Ja, das ist natürlich, wir müssen da hinten. Die Seite ist offen, ne? Das ist das Problem aktuell. Da können die Zombies einfallen. Hier machen wir jetzt erstmal ein bisschen Licht in der Hütte. Müsste reichen an Licht. Oh, das wird lustig. Ah, reicht nicht. Naja, dachte, er fliegt da runter. Hat er nicht. Hat er leider nicht. So, ab nach oben. Wir wollen das jetzt hier parallel natürlich auch so hoch machen wie auf der anderen Seite. Hier noch irgendwo jemand im Schatten rum oder was? So, also, sonst brauchen wir immer. Ach, da ist er. Das war ein bisschen knapp. Aber von hier sterbe ich noch nicht fallschadenmäßig, aber. Ich weiß auch, warum ihr ein Hochhaus sehen wolltet, ne? Ihr wollt nur, dass ich runterfall. Nicht jeder, aber einige. Scheiben mehr. Scheibenkleister, Leute. Ja, lieber zu wenig springen als zu weit. Ich hole uns erstmal ein bisschen Glas. Das müsste doch eigentlich im Dorf noch welches sein, oder? Hier habe ich keine. Doch. Hier ist es doch. Shelly. Shelly nichts zu tun. Das mit den Hühnern wird nicht mehr getoppt. Ne? Von den Hühnern zerquetscht werden, das tatsächlich noch zu toppen, ist schwierig. Oder halt aus Panik ertrinken. Das ist auch nicht ganz so einfach. Wohl einfacher, glaube ich, als von Hühnern zerquetscht zu werden. Da ist natürlich vom Hochhaus fallen weniger spektakulär. Wobei natürlich beim Bau des Hochhauses. Aber es geht auch schon lange gut. Ja, machen wir den Teufel mal nicht hier in die Wand. Da fehlt noch eins. Was jetzt hier auf dieser Seite machen wir das mal genauso wie da drüben. Thank you.
Der war schon höher, guten Abend. Dann Sprung. Jetzt kommen wir wieder zu den Dächern. Genau. Aber auch echt. Habe ich Angst. Aber ich habe ja noch zwei Herzchen. Ich habe sie nicht oben eingeblendet. Ne? Das ist wieder das Problem wie vom letzten Mal. Ich dachte gerade eben noch dran vor der Aufnahme. Und dann fiel mir wieder auf. Ach Mensch, ich habe sie noch gar nicht transparent gemacht. Und mit dem weißen Hintergrund, die Herzen sind nicht so schön. Das Transparente habe ich mal irgendwann beim Aufräumen von einzelnen Ordnern wohl entfernt. Gut, dann wieder solche. Dann glaube ich, kommt jetzt gleich der letzte Stock drauf und dann passt das auch einigermaßen. Ein Blick. Schöner Blick von hier oben. Kann man sagen. Vielleicht den glaube ich ausmachen. Genau. Ein bisschen ranzoomen. Schöner Blick von hier oben. Definitiv. F1, gucken, dass die Aufnahme noch weiterläuft. Sieht gut aus. War echt komisch. Was? Gute Kaffeefee, sagt die Bayern-Fan. Ja. Gedankenübertragung. So, dann brauchen wir jetzt hier das weiße Zeugs. So, ne? Oh nein. Die flachen Steine, so viele haben wir da gar nicht mehr von, aber ein paar. Und dort haben wir noch ein bisschen Baustoff auf Tasch. Hier sind wir da ungefähr gegangen. Passt ja auch, ja, ein weiter würde ich schon eigentlich noch wollen, wegen dem runterfallen. Aber ich glaube, dann genau haben wir das Problem, dass wir dagegen laufen und nicht mehr. Nee, nee, das geht nicht. Das auch bis hier so gemacht. Ach meine Güte. Ich muss gleich erstmal ein bisschen gedropptes Zeugs hier unten wieder einsammeln. Und hier hatten wir, meine ich, in die Ecken dann jeweils erstmal eine Fackel gesetzt, um überhaupt ein bisschen Licht hier zu haben, weil sonst spawnen hier bestimmt irgendwelche Creeper mittendrin und hauen uns gleich die Bude weg. Wäre uncool. Aber ich habe noch eine schöne Idee, wie wir das vielleicht einigermaßen noch abschließen können hier. Auf jeden Fall ja noch eine Etage. Ist dann die Mitte wieder, dann brauchen wir wieder die Steine. Hier sein, ne?
Ah, sieht stimmig aus. Vier Stück, 1, 2, 3, 4. Ah, es reicht schon, um hier ein paar Betten rein zu platzieren und nicht, Leute. Aber das, ach, die nervt, also, bei der Tür nervt mich. Bau da jetzt einfach nur Eichentüren erstmal rein, wo die nicht passen. So wie, das sind die Türen. Passen wenig. Wenig bis gar nicht gut. Am nächsten Morgen. So, ich wollte noch schnell was gucken. Zusammenpacken. So, ne, haben wir ein bisschen was zusammengepackt, da haben wir ein bisschen Platz. 2 zu 0. Holland freut sich, Gerd. Machen wir erstmal solche Türen, ne? Die finde ich sehen immer noch eher nach Hochhaus-Geschäftstüren aus als alles andere, was wir so haben. Und die kriegen wir natürlich, wenn wir uns einfach schnell ein bisschen Akazienholz hier vorne gönnen. Warte, nee, nee, nicht, dass die doch vorne abhauen. Das haben wir ja schon gesagt, die sind eingesperrt. Sicherheit. Sicherheitsgründe. Ausgangssperre. Brauche ich nicht viel, ich brauche hier, glaube ich, nur einen Baum. Vier Türen brauchen wir insgesamt. 28 reicht auf jeden Fall für vier Türen. 12 Stück brauchen wir, haben wir 6 Türen. Danke dir, Klaas, Lars. Ja, das wollte ich auch noch testen, ne? Wenn ich das größer mache, ob die dann ein bisschen mehr auch hier bewirtschaften. Eine neue Welt hier draußen, ne? Hast du jetzt eigentlich den Bewohnern schon Brot gegeben? Nein, ich habe den Bewohnern kein Brot gegeben. Aber noch eine Folge Zeit. Habe ich gleich 9 Türen gemacht. Ich hätte gleich ein paar Schafe mit erledigen können. Ne? Wie sieht es auch? Habe ich nicht noch irgendwie Wolle? Habe ich die, beim Hof? Beim Hof wollte ich gerade sagen, weggepackt oder in meinem Haupthaus da? So nicht. Bin zu blöd, gerade Türen gut zu platzieren. Bisschen hier, ne? Ein bisschen Heilung. Ist das die letzten, die wir davon haben? Oh Gott, nee, das reicht nicht. Ah, doch, hier ist noch ein Komplett. Ah, okay. Wird trotzdem eng werden, aber immerhin haben wir noch welche. Wir müssen ja auch mal erstmal 6 leer machen. Müsste das sein, ne?
Ja, und dann natürlich noch wieder die noch wieder oben drauf. Dann fehlt nur noch ausreichend Glasscheibe. Was haben wir auf Tasch? Zumindest nach hinten schon mal dicht machen. 9 Stück sind das auf der Seite hier. Hier sind es dann 12. Also 24. Nachher noch eine Dachterrasse hier oben oder wie? Na ja, mal sehen. 1, 2, 3. So. Passt. Den Platzieren klappt nicht immer auf dem ersten Versuch, das stimmt. Gut, liebe Leute auf YouTube. Ich danke fürs Reinschalten. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Wir kommen immer weiter hier nach oben. Haben einen schönen Blick und werden mal sehen, wie wir das Ganze jetzt in der nächsten Folge ja ein Dach hier drauf packen. Natürlich kein, das wird ein Flachdach einfach werden, was dann vielleicht ein drüber steht und gut. Oder ich weiß noch nicht genau. Natürlich auch drüben noch weiter bauen. Laufen wir wieder drüber. Bauen drüben noch mit denen weiter. Das müsste gerade so passen mit dem Baustoff. Bis auf, dass wir eben noch mal ein paar Glasscheiben brauchen. Habe ich 7 Sand habe ich auf Tasche, das ist ja auch nichts. Danke für Follow und Moin auf YouTube, aber. Ich durch. Hier habe ich Steine reingepackt. Vielleicht soll ich da eher Sand reintun. Verwirrte Truhentechnik aktuell. Ne? Jeder würde einfach so ein bisschen was haben. Nicht das Beste auf jeden Fall. Aber es nimmt Form an, ne? Das sieht man. Aber wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Am Wochenende geht's weiter. Bis dahin, vielen, vielen Dank, ne? Und tschüss.